Hallo Leute, ja, ihr seht richtig, es ist der 15.08.2012, das war der Teamkampf von gestern, weil heute der 16.08. ist, und es ist schon wieder 11.40 Uhr, ja, 11.40 Uhr, und ich habe mich aufgrund der Teamkämpfe noch nicht zu den heutigen Teamkämpfen angemeldet. Das heißt, ich muss euch leider enttäuschen. Es gibt wieder nur eine kurze Fassung von den Teamkämpfen, weil ich wirklich so viel um die Ohren habe zurzeit und das schaffe ich es leider nicht, sie früher aufzunehmen. Gestern, ich war so fix und fertig, nachdem ich 7 Stunden im Basketball spielen war. Ich bin, glaube ich, um 9 ins Bett gefallen, habe geschlafen. Das ist sonst gar nicht meine Art. Und ja, es tut mir wirklich leid, dass es wieder nur so eine kurze Folge gibt, aber ich verspreche es euch lieber nicht, weil ich habe ja schon mal mein Versprechen nicht gehalten, nämlich gestern. Aber ich sage euch, ich versuche sie jetzt wieder ordentlich aufnehmen zu können. Aber aufgrund der Situation, dass es um 12 Uhr schon wieder den nächsten Teamkampf gibt, muss ich euch jetzt wieder nur die kurze Fassung dieses Teamkampfes hier zeigen. Wie ihr seht, wir haben 5 Trophäen, kämpfen gegen die Augenzudrücker hier auf Server 2, die 2 Trophäen haben. Und ja, das könnte ein sehr spannender Kampf werden. Es ist der Angriff von uns, also wir greifen die Augenzudrücker an. Und wir schauen mal, wie das hier ausgeht. Mika, schön, Anima, Sadis besiegt. Jetzt Delia gegen Taz. Schön, Delia, so muss es weitergehen. Daraya, sieht schön aus, wie sie sich gekleidet hat. Nur die Socken passen nicht ganz so zum Outfit. Aber naja, vielleicht macht sie es ja noch. Squirrel hat sich nicht für diesen Kampf angemeldet, startet somit mit 50% Malus aufgrund Nicht-Antreten beim Teamkampf. Jetzt haben wir einen Heldenvorsprung von 5 Helden. Das ist schon sehr ordentlich. Aber wie gesagt, am Anfang ist das immer leicht zu sagen. Am Ende entscheiden sich die Teamkämpfe. Shockwave besiegt hier McGregor und XX Epic Fail XX startet hier in den Kampf für die Augenzudrücker. Not hot, but still spicy man überlebt diesen Duell hier mit 317 Lebenspunkte. Und Ranzina Hardcore hier muss ich hier ganz klar von Loco geschlagen geben. Das war ja mehr als klar. Slider 79 hier für die Augenzudrücker am Start gegen unsere Deadlift. Dann möchtest du vielleicht die Unterlagen, die du dafür für die Veranstaltung brauchst, immer noch mal. Oh Mann, wenn da noch Eltern ins Zimmer kommen, ist das immer schwierig, mal so einen schnellen Run durchzumachen. Checker XD, jetzt gegen Pudding. Wir sind schon bei den letzten 5 von den Augenzudrückern angekommen und sie haben keine Melonen aufgeladen. Das heißt, es dürfte hier theoretisch nicht mehr zu kippen sein und wir dürften diesen Teamkampf hier gewonnen haben. Bud Spencer jetzt am Start gegen unseren Wild Beast. Wird besiegt. Uiuiui, jetzt bin ich dran. Besiege hier Bud Spencer, aber sehr knapp. Uiuiuiui. Das geht ja gar nicht hier. Thorgrim, jetzt muss die Melone von unserem Spieletrend schlucken. Und wird auch von Spieletrend besiegt. Und Cruise Michel ist jetzt am Start. Besiegt unseren Spieletrend und muss sich jetzt gegen Hero beweisen. Wow, er besiegt Hero. Oh mein Gott, ey. Nicht, dass es hier jetzt noch spannend wird. Die Melone von Discavio hat fast keinen Schaden gemacht, weil Cruise Michel nur noch 300 Lebenspunkte hatte. Aber doch, das wird ein lockerer Sieg für uns. Meuchelmeister besiegt im Peace mit seiner Melone. 650 Ehre für uns, 20.000 Münzen. Und hey, ich hab doch hier ein Item. Ich will das Item sehen. Schade. Okay, ich verabschiede mich, bedanke mich für euer Verständnis wegen der kurzen Folge nur und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.